Ja, ich denke, dass erste Halbzeit vielleicht nicht so gut war. Besonders nach 1:0. Ich glaube, dass die Mannschaft ein bisschen Unsicherheit bekommt. Und dann, ich glaube, in der zweiten Halbzeit war besser. Dann haben wir eine oder andere Chance, haben die Mannschaft ein bisschen mehr reingehauen, gekämpft. Und am Ende denke ich, dass wir vielleicht am Bund gut gewesen oder verdient hätten. Und auch ein bisschen Pech, ich glaube, in der ersten Halbzeit, wo vielleicht eine Elfmeter nicht gegeben haben. Da kommen auch alle in diese Situation auch noch dazu. Aber klar, da die Mannschaft ist ein bisschen enttäuscht. Ein bisschen nicht das große Enttäuscht, was sie derby verloren haben. Und ja, das müssen wir auch einfach in die nächsten Tage ein bisschen den Kopf frei bekommen. Am Dienstag ist ein ganz wichtiges Spiel auch. Aber wie gesagt, da kann man ja auch von diesem Spiel vielleicht heute die zweite Halbzeit als positiv mitnehmen. Ja, also ich habe andere Meinung, so wenn die zweite Halbzeit war Aggressivität genug. Also und sonst hätte vielleicht Thomas Rincon jetzt bei uns in die Kabine gewesen. Also jetzt, ich glaube schon, das war ein bisschen mehr Feuer. Die zweite Halbzeit, wie gesagt, vielleicht durch die Standardsituation oder vielleicht mal zweite Welle in der Mitte war vielleicht nicht so präsent. Haben wir vielleicht ein paar Zweikämpfe gehabt, aber die Mannschaft hat sich reingehauen. Also wenn man sieht, ein oder andere haben sie schon ein bisschen reingehauen. Also zweite Halbzeit habe ich eine Mannschaft gesehen, dass unbedingt das Spiel gewinnen wollte oder mindestens einen Punkt. Und von daher denke ich, wie gesagt, zweite Halbzeit war ein bisschen besser.